darf Sie recht herzlich bei Ländle TV Diatag begrüßen. Diese Themen erwarten Sie heute. An Vorarlbergs einziger Palliativstation wurde fleißig gebaut. Waren es bisher 10 Betten für betroffene Patienten, stehen nun insgesamt 16 Betten zur Verfügung. Der Cashpoint SCA Altach trifft in der dritten Frühjahrspartie auf LASK. Und wie das Wochenendwetter wird, das erfahren wir heute von Peter Hinteregger. Doppelten Grund zu feiern gab es heute Freitag für die Palliativstation. Zum einen konnte die Erweiterung offiziell eröffnet werden, zum anderen feiert die Palliativstation bereits ihr 15-jähriges Bestehen. Die Palliativstation am Landeskrankenhaus Hohenems hat dieser Tage mehrere Gründe zum Feiern. Seit Februar 2017 wurde an Vorarlbergs einziger Palliativstation fleißig gebaut. Nun konnte die Erweiterung feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Zeitgleich wird das 15-jährige Bestehen der Station gewürdigt. Die Palliativstation in Hohenems konnte nunmehr von 10 auf 16 Betten ausgebaut werden. Ein besonderer Dank von oberster Stelle gilt dabei den Menschen, die die Beschwerden der Patienten lindern und deren Lebensqualität so hoch wie möglich halten. Die behandelnden Ärzte, aber vor allem auch die Pflege, die genießen bei der Bevölkerung, bei den Angehörigen und bei Patienten einen ganz ausgezeichneten Ruf. Und ich möchte Ihnen das zurückgeben, weil es ist Ihre Leistung und nicht unsere und schon gar nicht meine. Es ist Ihre Arbeit, die da so gut ankommt und für die so, so viele stolz sind und die für viele so wertvoll ist. Die Krankenhausbetriebsgesellschaft und die Vorarlberger Landespolitik haben sich für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Hohenemser Palliativstation eingesetzt. Ich denke, wir haben in Vorarlberg ein sehr gutes Miteinander von Politik und Krankenhausmanagement. Und es ist für uns im Unternehmen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Also das ist schon auch eine Galionsabteilung, weil hier sehr viel an Mitmenschlichkeit gezeigt wird. Aber ich denke, viel wichtiger ist, was bedeutet es den Patienten oder den Angehörigen. Und hier haben wir so viele schöne Rückmeldungen. Das gibt auch Kraft für viele weitere Jahre. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, gerade in den letzten Lebenswochen, Lebenstagen und auch Lebensstunden, dass man eine Geborgenheit noch spürt, wenn man sich von diesem irdischen Leben verabschiedet. Und das ist für uns sozusagen ganz ein hoher Wert, den wir im Unternehmen hochhalten wollen und ein schöner Seismograph für unsere Gesellschaft, wenn man hier Mittel einsetzen darf und hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die das auch leben. Palliativ stammt vom lateinischen Wort Pallium, zu Deutsch die Ummantelung ab. Die Palliativmedizin folgt dementsprechend dem Gedanken des Beschützens. So wird weiterhin intensiv daran gearbeitet, die unantastbare Würde des Menschen, gerade in Krankheit und Leid und insbesondere am Sterbebett, zu bewahren. Ein gelungener Umbau und eine schöne Eröffnungsfeier. Nach der doch etwas unglücklichen Heimniederlage gegen die Bullen aus Salzburg geht es für den Cashpoint SCA Altach morgen Samstag in Pasching gegen den Aufsteiger LASK. Dabei gehen die Stallstädter als Favorit in die Partie. Zumal bei den Rheindörflern der Teamarzt sein entscheidendes Wort in Sachen Kaderzusammenstellung mitredet. Linhardt, Mahop, Prokopitz und Kapitän Netzer sind erkrankt und höchstwahrscheinlich in Linz nicht mit dabei. Die Defensive der Rheindörfler hat sich stabilisiert. Lediglich die Balance passt noch nicht so richtig. Das möchten die Altacher in Oberösterreich ändern, wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Eine wichtige Rolle könnte dabei Neuzugang Yusuf Otupanchu spielen. Ja, das wird man sehen. Ich möchte mir jetzt nicht da großartig in die Karten schauen lassen, aber wir haben Möglichkeiten. Otupanchu ist ein Spieler, den wir nicht haben bis jetzt nicht gehabt haben von seiner Kreativität, von seiner Unberechenbarkeit. Und deswegen bietet sich immer wieder die Möglichkeit, für Überraschungen zu sorgen. Optimistisch zeigt sich auch Verteidiger Benedikt Zech, der im Matchplan von Klaus Schmidt eine wichtige Rolle spielt. Ja, wir wollen da auf jeden Fall was mitnehmen, aber wir wissen, dass das keine leichte Aufgabe wird. Die haben jetzt 6 Punkte geholt. Hat vielleicht gerade das Momentum auf der Seite von Linz. Nichtsdestotrotz wissen wir,
dass wir hinten stabil gestanden sind und wollen jetzt endlich mal vorne ein Tor machen und dann wollen wir da was mitnehmen. Mit seinen Toren zum positiven Abschneiden der Altacher in Pasching beitragen will auch Turbo Christian Gebauer, der sich auf die Partie gegen den LASK freut. Ja, natürlich. Also man ist auswärts beim LASK, das ist immer eine schwere Partie, aber wir haben uns gut darauf eingestellt und hoffentlich fällt einmal der Ball rein und machen wir unsere Chancen. Das Spiel gegen den LASK wird morgen um 18.30 Uhr in der TGW Arena in Pasching angepfiffen. Wir drücken den Rheindörflern jedenfalls die Daumen. Nun die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. In Vorarlberg stößt das Volksbegehren Don't Smoke auf unterschiedliche Meinungen. Ansturm von Unterstützern legte indes die Computerserver für die Abwicklung im Innenministerium am Freitagvormittag lahm. Am Landesgericht Feldkirch ist ein Drogenkurier, der erhebliche Mengen Kokain nach Vorarlberg geschmuggelt hat, zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden. Erfolgsautor Michael Köhlmeier legt mit von den Märchen ein neues Buch vor. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Der Tag. Sie sehen im Anschluss noch das Kachelmann-Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss. Die blaue Couch mit Anita Wachter. Die Aquapräsenz Swiss AG präsentiert gesundheitsbewussten, Naturliebhabern, ganzheitlich denkenden und politisch interessierten Menschen die erfolgreiche Eventreihe Die Blaue Couch. Lernen Sie dieses Mal Ski-Olympia- und Weltcupsiegerin Anita Wachter ganz persönlich und im kleinen Kreis kennen. Am 22. Februar 2018 im Aquapräsenz-Shop in der Bahnhofstraße 11 in Bludenz. Infos finden Sie auf aquapresen.ch. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Über zu wenig Niederschlag, also Schnee oder Regen in diesem Winter dürfen wir uns nicht beschweren. Es geht auch an diesem Wochenende weiter. Es kommt ein kleines neues Tief, so über den Schwarzwald hereingerutscht, bringt uns im Laufe des Samstags neuen Regen. Zunächst die Schneefallgrenze weit oben. Sie sehen auf 2500 Meter am Samstag minus 2 Grad. Das bedeutet also eine 0-Grad-Grenze, so bei knapp über 2000 Meter Höhe. Das heißt, es regnet vorübergehend weit hinauf, aber es geht dann relativ rasch wieder, dass die ganze Schneefallgrenze absinkt und am Sonntag zum Wintersport auf 2500 Meter schon wieder minus 10 Grad. Also das Auf und Ab beim Wetter geht weiter. Schauen wir im Detail auf das Samstagswetter. Angesprochen dieses kleine Tief, zunächst in den Vormittag, Mittagsstunden, vor allem so in der Bodenseeregion, ein Streifschuss so Vorderwald, nördliches Rheintal, da fällt etwas Regen. Sonst so Richtung Hinterwald, Arlbergregion, Montafon noch aufgelockert, etwas Sonne mit dabei, allzu viel Sonne aber nicht. Dann rasch breiten sich neue dichte Wolken aus und im Laufe des Nachmittags eigentlich eine trübe Angelegenheit. Es regnet dann zum Teil kräftig. Das Funkenwochenende steht ja bevor und das bedeutet für Samstagabend schaut es nicht optimal aus. Es könnte anhaltend und zum Teil recht kräftig regnen. Die Schneefallgrenze kommt dann rasch runter, so auf 1200 bis 800 Meter. Samstagabend dann sogar auf 700 bis 500 Meter. Also sprich auch im Rheintal zum Teil dann Schneeregen mit dabei. Darum die Temperaturen noch sehr unterschiedlich, also 7, 8 Grad sind im Laufe des Tages noch möglich, bevor es dann zum Abend hin wieder abkühlt. Das haben wir schon angesprochen, Rüfikopf auf 2300 Meter 0 Grad, aber das wird dann rasch abwärts gehen. Schauen wir noch kurz auf den Sonntag. Da dann die Wetterberuhigung hinter diesem kleinen Tief. Es wird zwar vor allem im nördlichen Rheintal recht viele Wolken geben, aber mit jedem Kilometer so weiter ins Tal hinein, Richtung Wallgau, Richtung Montafon, da scheint dann auch häufiger die Sonne. Also Wintersportwetter am Sonntag ziemlich gut, recht freundlich. Dort Sonne und ein paar lockere Wolken. Im nördlichen Rheintal, da wird sich die Sonne eher schwer tun. Temperaturen, Sie sehen selber, es geht dann abwärts nur noch so knapp über 0 Grad. Das war's vom Wetter. Für Gott bei Ländle TV.